Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Jump Force. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. Und ihr seht schon, aufgrund des Thumbnails und natürlich aufgrund des Titels, jawohl, endlich sind sie da, die neuen DLC-Charaktere. Wir haben heute ein bisschen was zu tun. Ich möchte euch nicht nur die neuen DLC-Charaktere zeigen. Es gibt auch ein paar Missionen mit den neuen DLC-Charakteren. Ihr seht, es gibt ein paar Events. Und wir wollen natürlich auch in dieser Aufnahmesession ein bisschen online spielen. Also viel, viel ist zu tun. Der nächste DLC-Charakter wurde auch schon vorgestellt, und zwar Grimjo. Es gibt ja jetzt nur noch 2 DLC-Charaktere. Ich habe ja mal gesprochen, es gibt 10 DLC-Charaktere. Nein, es gibt 9 DLC-Charaktere. 7 sind jetzt schon verfügbar. Jetzt fehlen noch die letzten 2, Grimjo und Trafalgar Lore sind die letzten beiden. Wann die kommen, ist noch nicht bekannt. Es gibt jetzt momentan nur die Information, dass Grimjo jetzt angekündigt wurde. Es gibt schon die ersten Bilder von ihm und von Trafalgar Lore. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich denke mal nicht, dass das noch dieses Jahr sein wird. Ich war ja ziemlich überrascht über den Release-Date der beiden DLC-Charakter, nämlich so circa eine Woche, nachdem ich die Aufnahmesession gemacht hatte, zur letzten Aufnahmesession, wurde so angekündigt, jo, einfach mal random wird jetzt einfach mal die neuen DLC-Charakter Toshiro und Ushida einfach mal released. Und ich dachte mir so, danke für gar nichts. Ja, da war ich ziemlich bedient auf jeden Fall. Wir wollen uns die neuen beiden DLC-Charaktere angucken im Training. Da möchte ich euch natürlich die beiden Charaktere zeigen. Wir spielen natürlich auch die Missionen. Mal gucken, ob wir das heute schon komplett schaffen oder vielleicht dann halt in der nächsten Folge dann weitermachen. Wie schon eben angekündigt, sind die beiden neuen DLC-Charaktere. Wo haben wir sie denn? Hier sind sie. Und zwar einmal Madara Uchida aus dem Naruto-Universum. Und dann haben wir Toshiro Hitsugaya aus dem Bleach-Universum. Über Toshiro kann ich eine Menge sagen. Ist ja einer meiner Lieblingscharakter. War ja auch ein Grund, warum ich damals den DLC-Pass gekauft habe. Auch wegen Bakugo und Almighty. Aber auch ein großer Grund lag wegen Toshiro. Auf jeden Fall, ich möchte, bevor ich mit Toshiro loslege und da mich des Todes quatsche, möchte ich mit Madara Uchida loslegen. Keine Ahnung, immer hier noch die beiden mit und keine Ahnung, dann kämpfen wir. Genau, am besten wäre es mit Sicherheit gegen Naruto, damit ihr da was ist und natürlich Sasuke und dann nehmen wir, keine Ahnung, wer passt da noch? Ja, hier. Und es gibt auch eine neue Map mit dem DLC-Charakter, kam nämlich eine neue Map und zwar Holokeki Island. Oh, ich weiß, da steht Holokeki Island, ich weiß nicht warum, aber eigentlich ist es Holokeki Island und zwar natürlich aus dem One Piece-Universum. Wer die Map nicht erkennen wird, wird sie dann gleich erkennen, wenn wir in der Map drin sind. Und zwar ist es nämlich im Grunde genommen das Hochzeitsding, die Hochzeitsmap, dort wo Pudding und Sanji heiraten sollten, dort wo Big Mom im Grunde genommen für eine kurze Zeit geschockt wurde aufgrund der Zerstörung dieses Bildes. Das werdet ihr aber natürlich dann gleich jetzt nochmal sehen, aber erstmal die Gespräche. 修行相手にはちょうどいいってばよ. Ja, leider nichts Besonderes. Das ist mir leider auch schon bei den neuen DLC-Charakteren aufgefallen, dass da nichts Neues Besonderes ist. Ihr seht hier die Map. Richtig geil, wie ich finde. Man kann sogar die Stühle hier umrennen oder hier den Ball wegkicken. Aber ich glaube, den Tisch von Big Mom habe ich leider noch nicht gefunden. Ihr seht es hier mit dem ganzen Kuchen, so wie man es aus dem Anime kennt. Hier irgendwo bin ich jetzt tatsächlich falsch rumgelaufen. Hier irgendwo sieht man natürlich dann auch die Treppe da, wo oben dann Pudding-chan und Sanji ja heiraten sollten. Sieht man das jetzt hier so gut? Da oben. Da ist ja auch der Stuhl von Big Mom. Ist aber leider nicht das Bild tatsächlich dabei. Ich möchte die Kamera so ein bisschen da. Da oben ist ja die Treppe. Kann mich jetzt leider nicht ranzoomen. Können ja nochmal kurz gucken. Vielleicht steht das Bild als kleines Easter Egg trotzdem noch mit da. Wir können mal kurz hinlaufen. Tisch müsste hier irgendwo sein. Nö, also man sieht, da kommt man leider nicht hin.
Aber ja, fangen wir jetzt mal an mit Madara Uchida. Ich weiß, ich nenne die Masamada manchmal. Ich habe halt von Naruto-Universum nicht so viel gesehen. Das ist hier sein Block. Und jetzt fangen wir mal mit den Viereckattacken an. Das sind seine Viereckattacken. Seine normalen Standardangriffe, die Verfolgung. Und so schlägt er auf. So, jetzt fangen wir mit den Dreieckattacken an, mit den schweren Schlägen. Und ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Jetzt so in der Kombination Dreieck und Kreis, Dreieck und Viereck und Dreieck und hier nochmal in der anderen Kombination. So, wir versuchen jetzt auch mal den Wurf, der sieht so aus. Also das heißt die Kreisattacke. Hier so springt er und so sieht es aus, wenn er sich aufboostet. Fangen wir als erstes mal an mit Feuerversteck, Kunst des Drachenfeuers, lautes Singen, das sieht so aus. Ja, nicht so eine geile Attacke, dann Susanoo heißt es, glaube ich, ne? Und das ist schon eine ziemlich heftige Attacke, wie ich finde. Und dann noch Uchida Spiegelung, aber ich glaube, das funktioniert erst, wenn jemand einen angreift, dann wird das so ein bisschen gekontert. Damit haben wir das schon mal durch und wir machen jetzt mal die Fähigkeiten und das Erwachen-Level natürlich auf Maximum. So sieht das Erwachen, so sieht die Erwachen-Form aus und so sieht die Special-Form. Perfekt, bis zusammen. Genau, so sieht das aus. Ja, tatsächlich, man sieht wirklich nicht das Bild von... ja, okay. Wir kehren wieder zurück. So sieht also Charakter Madara Uchida aus. Kommen wir nun zu dem guten Toshiro. Ja, nehmen wir die beiden hier wieder nochmal in die Party. Und dann das Gespräch. Machen wir mal... Wenn man sich so den Anime so angeguckt hat, dann würde man sagen, oh, bei Eisen müsste doch irgendein Gespräch entstehen. Aber habe ich leider schon getestet, es entstehen keine Gespräche. Das war ja noch bei den anderen DLC-Charaktern, so bei zum Beispiel Bakugo und All Mighty, da hatte man noch geile Gespräche zwischen den Charakteren. Aber tatsächlich bei den neuen DLC-Charaktern, jetzt so besonders bei Madara und bei Toshiro, merkt man das leider nicht, dass es irgendwelche neuen Gespräche gibt. Das finde ich ein bisschen schade. Die fand ich immer sehr schön einzigartig und sehr schön besonders. Aber das hat man hier leider nicht mit eingefügt, was ich ein bisschen schade fand. Besonders bei Eisen hätte man eigentlich erwarten können, dass bei Toshiro schon was Besonderes kommt. Aber so sieht das aus, wenn die beiden auf sich treffen. Ja, leider kein besonderes Gespräch. Wer sich denkt, hä, warum soll da was Besonderes passieren? Ja, der sollte den Anime kennen. So, fangen wir dann einfach mal an mit Toshiro. Toshiro, wie gesagt, ein bekannter Charakter aus Bleach. Seine besonderen Fähigkeiten sind nicht nur die aus dem Anime, sondern das Besondere, sondern auch aus dem Manga-Kapitel. Das heißt, die Kapitel, die im Anime-Form leider nie veröffentlicht wurden. Wir warten ja als Bleach-Fans schon irgendwie seit 10 Jahren oder so. Ich glaube, mittlerweile sind es auch schon mehr als 10 Jahre. Also wir warten schon über eine sehr, sehr lange Zeit und glauben nicht, dass es dann doch noch animiert wird. Es gibt sogar momentan Fansachen, die sogar schon das animieren. Das sieht schon nicht schlecht aus. Also nun, wer nur den Anime kennt, der wird sich denken, hä, was sind das teilweise für komische Attacken, aber die den Manga auch gelesen haben, die werden sich jetzt freuen. So, wir fangen einfach mal an mit den Viereck-Attacken, das sieht so aus, natürlich in richtig geiler Toshiro-Manier, richtig episch. Und ja, ich feiere Toshiro des Todes, das ist die Dreieck-Attacke und ja, das sieht auch ziemlich episch aus. So, jetzt auch hier wieder erstmal Viereck, Dreieck. Jetzt auch nochmal in der anderen Kombination, Dreieck, Dreieck, Viereck. So, das ist die Kreisattacke, das heißt die Wurfattacke. Natürlich auf Xbox bzw. PC, natürlich immer auf die Steuerung umgesetzt, auf die er spielt. So. Ja, so sieht es aus, wenn er hüpft. Und jetzt kommen wir natürlich zu denen, was wir natürlich alle sehen wollen, die Specials. Wir fangen mit Ryusuke an.
Und das sieht natürlich richtig geil aus. Ein richtig geiler Attack aus dem Anime. Und Gunshiro Tara. Und ja, das ist auch aus dem Anime. Das ist richtig geil. Wir kommen gleich zu den Manga-Attacken. Jetzt eine Rikö-Schrigo. Das kennen wir natürlich auch aus dem Anime. Ja, das sind momentan alles noch Attacken, die wir aus dem Anime kennen. Aber, Freunde, wer den Manga gesehen hat, der weiß, was jetzt eigentlich ganz klar kommen muss. Fangen wir einfach mal mit den Erwachen. Ich werde das so machen. Und zwar ist die Erwachenform und die die Mega-Special von ihm sehr ähnlich. Fangen wir einfach mal an mit seiner Erwachenform. Und ganz ehrlich, jeder, der den Manga gelesen hat, wird jetzt gleich Gänsehaut kriegen. Wer genauso Fan war von Toshiro war und wer den Manga gelesen hat und wer da schon Gänsehaut bekommen hat, der wird das jetzt noch mehr feiern. Darf ich es mal sagen? Ist das episch? Ist das episch? Und vor allem hat er jetzt auch komplett andere Attacken drauf. Hier jetzt mal hier die Kreis, die Viereckattacke, die mal Standardattacke. Und darf ich mal sagen, wie episch das ist? Das ist die Dreieckattacke. Das ist alles in einer schönen Kombination. Ist es geil, Leute? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ganz ehrlich, wo schon damals klar war, dass Toshiro angekündigt wurde, ne? Und man schon wusste, okay, das sind tatsächlich die Manga-Angriffe, die er kann. Also es sind die Manga-Angriffe, die Charakter kann. Und ich dachte mir so, Alter, bitte lass Toshiro kommen. So, wir können ja uns das mal bei dem anderen, bei Ichigo mal angucken, wie das, ob da ein Gespräch entsteht. Aber ich glaube, da ist auch kein Gespräch entstanden. Aber ich finde es schon mega, mega episch. Klar gibt es noch andere Charakter, die ich mir noch gewünscht hätte, wie zum Beispiel Kyuubi, Byakuya. Oder so, das wäre natürlich richtig geil. Oder, Gisa, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Alter. Das ist peinlich. Der hatte auch eine richtig geile Manga vor. Der hatte auch eine richtig geiles Bankai im Manga. Und das ist ein Heiter. Wir gucken mal bei Ichigo, ob da was entsteht, aber ich glaube auch nicht. Nee. Halt Standard leider. Bisschen schade. Und jetzt kommen wir mal zu seiner Special. Ich muss die Attacke einfach nochmal einsetzen, weil es zu geil ist. Ich weiß, ich hype gerade, aber meine Fresse ist das geil. Ist das geil. Ganz ehrlich, ich habe davon die ersten Bilder gesehen und dachte mir so, den Charakterpass zu kaufen war die beste Entscheidung, die ich jemals getan habe. Meine Güte, ist das episch. Ich fand ja schon damals im Manga, wo Toshiro diese neue Form rausgepackt hatte, ich fand die ja schon des Todes episch. Und dann hat er auch noch die Attacke. Das war zwar nicht so lange, die er da im Manga eingesetzt hat, aber trotzdem, ich fand das so episch. Und ganz ehrlich, die jetzt einfach nur in Farbe zu sehen und halt mit der verdammten coolen Synchro von ihm zu sehen, meine Fresse, ist das geil. Sorry. Ich habe das ziemlich hart, aber es ist halt auch wirklich eine epische Aktion und ich danke einfach nur Bandai Namco, dass man uns wenigstens die Chance gegeben hat, diesen verdammten geil Aktion halt auch noch in Farbe zu sehen, auch wenn ich mir natürlich, wie gesagt, noch den anderen die anderen Charakter auch noch gewünscht hätte. Aber ich finde es schon episch. Es ist schon episch des Todes. Ja, und zwar gibt es neue Missionen, nicht nur bei den Schlüsselmissionen, sondern auch hier. Die Mission werden wir natürlich machen. Wir beginnen als erstes mit Madara Uchida. Warum will ich die ganze Zeit Madara sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich finde schon episch, ne?
Dadurch, dass die Charaktere so neu sind, sind die halt auch leider nur Level 1, was ein bisschen schade ist. Auch wenn ich Toshiro ein bisschen gelevelt habe und Madara gerade ein bisschen. Weil ich mache ja immer einen Kampf vor der Folge, um dann halt richtig loszuscharten in die Folge. Und da habe ich dann halt mit Toshiro und Madara in der Party gekämpft, damit ich ein bisschen an EP bekomme. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Nochmal zur ganz wichtigen Information. Wir werden natürlich auch, wenn die nächsten beiden letzten DLC-Charakter kommen, die werde ich euch noch zeigen. Aber dann wahrscheinlich so, ich denke mal, dass die wahrscheinlich so Februar rauskommen. Und dann wird das Let's Play wahrscheinlich bis ungefähr Mitte März laufen. Das ist zumindest mein Ziel, dass das Jump Force bis Mitte März läuft. So, warum möchte ich das Spiel wissen? Also irgendwie stelle ich mir... Alter, was ist denn mit der KI los? Das hat mich schon von bei dem privaten Spiel genervt. Die KI zieht mich irgendwie gerade momentan richtig ab. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Update gab für Jump Force, aber irgendwie rastet die KI momentan echt aus. Die ist extrem aggressiv. Das ist mir schon vorhin beim privaten Playthrough aufgefallen, dass die KI extrem aggressiv wird. Ja, so brauchst du mir nicht zukommen, Madara. irgendwie wirkt die KI momentan extrem aggressiv. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, ob es ein Update gab. Weil die Updates ziehe ich ja einfach nur mal so runter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die KI irgendwie geupdatet wurde und dass sie jetzt irgendwie noch aggressiver wirkt als vorher. Weil dann rastet die auch komplett aus mit den Skills und mit den ganzen Attacken. Also sie ist definitiv aggressiver als früher. Das ist mir schon im Private Game, wie gesagt, aufgefallen, dass die KI ziemlich aggressiv wirkt. Auf jeden Fall nochmal zurück zum Thema, und zwar ist es nämlich so, dass wir Mitte März nämlich ein neues Projekt hier auf dem Kanal haben werden. Welches Projekt das sein wird, das habe ich im Grunde genommen schon auf Facebook schon vor längerer Zeit gespoilert. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr auf dieses neue Projekt, denn wir werden ein bisschen näher im One Piece Universum bleiben, und zwar kommt nämlich am 21. März One Piece Pirate Warriors 4 raus. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, der hat doch noch nicht mal den ersten, zweiten und dritten Teil gespielt. Ich weiß, aber ich bin momentan ziemlich One Piece on fire und ja, es wird mein allererstes One Piece Spiel sein. Das ist auch etwas Besonderes, was hier auf dem Kanal sein wird. Es wird nicht nur für mich das allererste Mal hier auf dem YouTube-Channel sein, dass ich ein One Piece spiele, sondern auch zum allerersten Mal hier auf meinem YouTube-Channel insgesamt, auch in meiner insgesamten Videospielkarriere wird es zum allerersten Mal sein, dass ich ein One Piece Spiel spiele. Jetzt wird der eine sagen, ja, warum spielt er jetzt plötzlich aus dem Nichts plötzlich ein One-Piece-Spiel? Liegt einfach daran, dass ich momentan ziemlich One-Piece on fire bin. Das werdet ihr dann auch bemerken, wenn ich meine Liste zu den Top 10 Animes 2019 preisgebe. Da wird das so ein bisschen auch deutlicher, dass ich One-Piece dieses Jahr schon ziemlich hart gefeiert habe. Ihr wisst ja, jedes Jahr bringe ich ja so eine kleine Liste raus mit den Top 5 Videospielen und den Top 10 Animes. Das habe ich letztes Jahr zu Silvester begonnen, am 31.12.2018. Und dieses Jahr am 31.12.2019 werde ich das auch weiterführen. Ich möchte, dass das so eine kleine Tradition wird hier auf dem Kanal, dass ich immer am 31.12. zwei besondere Videos dazu rausbringe. Meine Top 5 Videospiele 2019 und meine Top 10 Animes. Ja, die KI ist echt wirklich ein bisschen aggressiver. Wie er da ausgewichen hat. In der nächsten Folge werden wir dann natürlich noch die Schlüsselmission der beiden machen. Also das werden wir definitiv noch weitermachen, diese beiden Missionen. Aber dann werden wir uns dann auch dem Online-Mission
den Online-Modus später dann widmen. Ja. Das heißt, die nächste Folge werden wir schon... Da sieht man, dass die KI ein bisschen aggressiv ist, ne? Ja, ich hab mich natürlich getroffen. Boah, Alter. Nimm das hier mal. Mein lieber Brugiro. Alter! Bitte, wie aggressiv ist diese KI? Ihr habt ja noch die letzte Folge von letzter Woche im Kopf, ne? Vergleich das jetzt mal mit dem hier, Alter. Das ist ja nicht normal, wie die KI abgeht. Also ich finde es nicht so cool, dass es da anscheinend so ein Update gibt, wo man die KI einfach aggressiver gemacht hat, weil ich fand die KI schon vorher so ein bisschen schwierig. Und wenn die jetzt auch noch so krank aufwacht, finde ich das gar nicht mal so geil. Ja, ich habe aber dieses Mal den Block drin, ne? Deswegen kann er nicht so viel anrichten. Was? Ich hab doch... Was? Alter, guckt euch an, wie aggressiv die KI einfach ist. Das ist so lächerlich eigentlich. Baum. Ja, es wird natürlich der eine oder andere sagen, aber schade, Jump Force ist ja denn bald zu Ende. Aber ganz ehrlich, wir spielen denn seit einem Jahr Jump Force und ich finde, das reicht dann auch irgendwann. Weil wir haben dann ein Jahr Jump Force gespielt. Es ist schon eine verdammt lange Zeit. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir überhaupt dieses Spiel so lange spielen würden. Aber ich habe mich dann dazu irgendwann entschlossen, euch alle DLC-Charaktere zu zeigen. Und man wusste ja, ich hätte ja nicht erwartet, dass das so lange dauert, bis alle DLC-Charakter draußen sind. Und ich bin ja auch sehr überrascht, dass es bei euch dieses Projekt so gut ankommt. Und auch, das ist auch so ein Grund, warum das Projekt immer noch auf dem Kanal ist. Ihr habt Spaß und deswegen geht's weiter. Aber nur noch halt bis spätestens März. Aber die DLC-Charaktere, die natürlich noch kommen, die werde ich euch zeigen. So, das war's jetzt mit dieser Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns hier diese Navigator-Mission an. Und dann, wie gesagt, die Schlüsselmission. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Bis dahin und ciao, euer Flui.